Europa, aber vor allem Deutschland ist in einer massiven Energiekrise, die für die gesamte Wirtschaft Deutschlands und Europas durchaus existenzgefährdend ist. Wo ist unser Problem? Wir haben schlichtweg zu wenig Energie. Was macht etwa die deutsche Bundesregierung? Sie lässt letztendlich Energiequellen zumachen. Sie reduziert also in einer Mangelsituation weiter das Angebot etwa, indem sie die Atomkraftwerke, naja, allerhöchstens noch in Reserve halten will, nicht wirklich Strom produzieren lassen will. Das ist so unsinnig, dass es schon kracht, würde man einen Fünfjährigen fragen. Naja, was machst du, wenn du von etwas zu wenig hast? Dann sagt er, ich würde versuchen, mehr davon zu bekommen, statt irgendwie das Ganze noch weniger zu machen. Das ist so evident und so hirnrissig, dass man letztendlich all das nur als ideologisch bezeichnen kann. Heute ein entscheidender Tag, denn die EU-Energieminister werden über die Energiekrise sprechen und das dürfte Auswirkungen auf Strompreis und Gaspreis haben. Nochmal zurück zur Ideologie. Friedrich Dürrenmatt hat gesagt, Ideologie ist Ordnung auf Kosten des Weiterdenkens. Ja, und hier sehen wir zwei Herren, die es gerne ordentlich haben, offenkundig. Da soll nämlich wahrscheinlich das dritte Atomkraftwerk bei Lingen deswegen abgeschaltet werden, weil ja jetzt nächsten Monat die Landtagswahlen sind in Niedersachsen und aus Niedersachsen kommt der gute alte Jürgen Trittin, ein super alt Linker, dessen Lebenstraum es ist, die Atomkraftwerke abzuschalten und sei es auf Kosten dessen, dass die Industrie hier kaputt geht, wir keine Arbeitsplätze mehr haben. Hauptsache, man hat die Religion umgesetzt, die Ideologie umgesetzt. Es ist so hirnrissig, dass es wirklich schon wehtut. Hier dann in Eckart verweist darauf, dass Anfang der Woche 40% des in Deutschland produzierten Stroms aus Kohle stammten, 14% Solarenergie, 12% Windgas, Erdgas knapp. Windkraft, Erdgas knapp 12%, Biomasse 8% und dann Atom mit 7%. Wir sind also eifrig dabei, Kohlestrom zu produzieren, also mithin den dreckigsten Strom. Das finden die Grünen offenbar super. Hauptsache, wir haben die Atomkraftwerke abgeschaltet. Also wir sehen, dass Ideologie hier über Realität siegt. Dass also es offenkundig wichtiger ist, seine ideologischen Ziele und seine gegebenen Wahlversprechen, seine kulturelle, politische DNA irgendwie auch umzusetzen. Und sei es auf Kosten der Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Und jetzt hat der belgische Premierminister Alexander De Croo gewarnt, wenn hier nicht bald was passiert, dann steht die Wirtschaft still, dann riskieren wir Deindustrialisierung, soziale Aufstände, dann geht die Wirtschaft in einen Full-Stop. Man sollte sich diese Worte durchaus zu Gemüte führen. Sie sind ja nicht von irgendwem, sondern von einem europäischen Ministerpräsidenten. Und schauen wir uns noch ein paar andere Meldungen an. Hier wollen jetzt eben bei diesem Treffen, das heute mit den Energieministern in Brüssel stattfinden soll, wollen mindestens 10 Mitglieder Gaspreisdeckel einführen. Hier hat ein Versorger, nämlich E-Optimum, wegen Preisausschlägen bis Monatsende seinen Ausstieg aus dem Gasgeschäft erklärt. Deutschland droht auch Knappheit von Chemikalien zur Wasserreinigung, da Unternehmen energieintensive Produktion von Salzsäure reduziert haben, wie der Spiegel berichtet. Also Mangel überall. Probleme mit Gas, Probleme mit so vielen Bereichen und all das führt dazu, dass jeder dritte Betrieb in Deutschland um seine Existenz bangt, jeder vierte Betrieb schon plant oder es bereits gemacht hat, Arbeitsplätze oder Teile der Produktion ins Ausland zu verlagern. Eines scheint klar, wir bekommen eine Rezession bei rekordhoher Inflation. Also müssen Lösungen her. Es ist jetzt wirklich eine Entscheidungssituation, wo wir nicht einfach dumm weiterlabern können, weil irgendwie im nächsten Monat Landtagswahlen in Niedersachsen sind, über die in 2 Jahren kein Mensch mehr sprechen wird. Aber in 2 Jahren sind wir vielleicht schon weiter in Richtung Abstieg unterwegs, wenn jetzt nichts passiert. Blicken wir mal nach China, meine Damen und Herren. Da sehen wir, dass jetzt China 270 Gigawattstunden in den nächsten 5 Jahren zubauen will an Kohle. Das entspräche in etwa der Situation, dass alle amerikanischen Kohlekraftwerke in den nächsten 5 Jahren an chinesische
Netze angeschlossen würden. Also die bauen das mal in den nächsten 5 Jahren und noch mehr, was die Amerikaner bisher an Kohlekraftwerken haben. Und alleine die China, Indien und die USA haben 2/3 aller Kohlekraftwerke der Welt stehen in diesen 3 Ländern, mit Abstand China. Also die setzen voll auf Kohle, weil sie ein riesiges Energiethema haben. Ob wir jetzt CO2 einsparen oder nicht, das interessiert sozusagen global gesehen überhaupt nicht, macht keinen Unterschied, ist nicht mal ein Schmetterlingsschlag, der irgendwie in der Arktis passiert. Das merkt keine Sau. Das ist wirklich unglaublich, was hier passiert. Es ist nicht gut aus meiner Sicht, dass die Chinesen eben diese vergleichsweise schmutzige Energie einsetzen, aber sie tun es und wir wollen die Heiligen sein und sagen, ja, Hauptsache kein CO2. Auf der anderen Seite versuchen wir das runterzufahren, was zumindest in der Energiebilanz CO2 am ärmsten ist, nämlich Atomkraft, und fahren jetzt die Kohlekraftwerke rauf. Es ist faktisch nicht zu glauben. Ja, Strompreis bei 200 Euro deckeln. Ist das sinnvoll? Macht das Sinn? Das Problem, das wir haben, ist, dass wir massive Margin Calls haben, etwa bei Energieanbietern. Die dürften sich auf 1 Billion belaufen, wie die Financial Times hier berichtet. Warum? Energieanbieter sichern sich ab an den Märkten über Short-Positionen. Sie produzieren ja Energie. Wenn der Energiepreis steigt, profitieren sie normalerweise davon. Wenn der Energiepreis sinkt, dann haben sie geringere Verkaufserlöse. Da versuchen sie sich abzusichern an den Börsen über Short-Kontrakte. Allerdings waren die Preise teilweise so stark gestiegen, dass diese Short-Kontrakte immer mehr Sicherheitshinterlegungen von dem Broker erforderten. Und so entstehen Schieflagen. Kann man die mit einem Preisdeckel irgendwie managen? Ich glaube nicht, denn Deckel führen immer zu Angebotsmangel. Wir verstärken also die Mangelwirtschaft. Was wir tun können in einer Mangelsituation, ist lediglich die bestehenden Ressourcen, die wir haben, zu nutzen. Das heißt zum Beispiel die Atomkraftwerke in Deutschland, nicht nur die 3, die jetzt noch laufen, weiterlaufen zu lassen, sondern die 3, die jetzt nicht mehr laufen, aber noch verfügbar wären, eben auch weiterlaufen zu lassen. Das schlägt hier dieser Leser vor. Und wir müssen letztendlich auch ran an andere Energieressourcen, etwa in Niedersachsen, Fracking, Gas. Das ist auch nicht super spitze, aber es ist die einzige Chance, dass wir unabhängig werden, dass wir nicht deindustrialisieren, dass wir nicht völlig abhängig sind, ob Putin jetzt den Gashahn aufdreht oder halt zudreht. Das ist die einzige Chance, und leider kann die EZB zwar Geld drucken, wie Hannes Zipfel hier zeigt, aber es wäre besser, sie könnte vielleicht Erdgas, Rohöl oder Nahrungsmittel und Strom drucken. Dazu ist sie leider nicht in der Lage, erstaunlicherweise. Kurzer Ausflug zur EZB, die ja gestern die Zinsen massiv angehoben hat, um 3/4%, aber dennoch sehen wir hier mal die Inflationsentwicklung, HCIP, Consumer Price, HCPI, Consumer Price Index, und Unemployment. Wir haben rekordgeringe Unemployment, also Arbeitslosigkeit, aber sehr, sehr hohe Inflation. Und Villeroy, der französische Notenbankchef, hat heute Morgen gesagt, ja, die Hälfte der derzeitigen Inflation ist Energie und Nahrung. Also, wenn wir Energiepreise nach unten bringen würden, wäre das doch schick. Wie können wir Preise nach unten bringen? Nicht durch Preisdeckel. Dann deckel ich zwar den Preis, aber ich reduziere das Angebot, weil viele sagen, naja, für diesen Preis kann ich nicht produzieren, also lasse ich es, gibt es immer weniger Angebot. Muss der Staat immer mehr diesen Preisdeckel subventionieren, weil auch die Konsumenten keinerlei Bedarf haben nach Einsparungen, weil ist ja sozusagen ein Preis gedeckelt. Also muss die Nachfrage runter. Das ist manchmal eine gute Idee. Was man sparen kann, ist gut, aber nicht auf Kosten der Industrie, dass die sozusagen sich selber abschaffen muss. Jetzt haben wir schon die Gasnachfrage 10%, jetzt in diesem August unter der 5-jährigen Durchschnittsnachfrage. Eins immerhin hat die EU geschafft, mit dieser Absicht in die Märkte rein regulieren zu wollen, im Grunde freie Märkte abschaffen zu wollen, was ich sehr kritisch sehe, aber sie hat zumindest einen psychologischen Effekt geschafft. Hier sehen wir unten mal den Gaspreis, der doch deutlich niedriger ist. Wir sind ja nach oben geschossen letzten Freitag, als Gazprom meldete, naja, wir müssen leider den Hahn wieder zudrehen. Fracking, das war vorhin das Thema. Die Risiken sind beherrschbar. Es ist nicht ohne. Es wird Methan freigesetzt, extrem giftig, extrem klimaschädlich. Aber das Ganze würde ja sehr tief, nämlich 1000, 2000 bis 4000 Meter stattfinden. Dadurch hat man einen gewissen Puffer. Klar, Erdbebenthematik, all das ist
Jetzt nicht ganz ohne, aber was bleibt uns übrig? Wollen wir lieber irgendwie wieder zurück in die Höhle und sagen, naja, Hauptsache alles schick in Sachen CO2 oder dass wir möglichst klimasauber sind? Das ist für mich keine Alternative, muss ich sagen. Wenn wir es schaffen, Technologien zu entwickeln, dann können wir beides, Lebensstandard halten und gleichzeitig einigermaßen sauber bleiben. Das wäre doch die einzige Lösung. Und wie dramatisch die Situation jetzt teilweise schon ist, ist etwa die Situation mit AdBlue. AdBlue ist ja praktisch ein Reinigungssystem bei Dieselfahrzeugen. Da werden Stickstoffdioxide rausgesiebt und wenn da nicht nach einer gewissen Zeit eben AdBlue nachgefüllt wird, dann springen diese Fahrzeuge schlichtweg nicht mehr an und die allermeisten LKWs, die hier Waren in die Supermärkte etc. transportieren, fahren mit diesem AdBlue. Da könnten hunderttausende LKW ausfallen, was leere Regale bedeuten würde, wenn wir uns mal den Preis für AdBlue anschauen. Bei Amazon vorgestern 40 Euro, gestern 50 Euro, heute 70 Euro. Also wir sehen, das nennt man Inflation, das geht schnell. Energiepreise einfrieren, wie Simon Betschinger hier sagt. Was wird passieren? Das Geld wird an Kaufkraft verlieren. Die Güter werden knapp bleiben, nur es muss immer mehr Geld bezahlt werden für diese Güter, weil das Einzige, was nicht knapp ist, ist eben das Geld. Das heißt, Energie erzeugen und die Knappheit beenden. Das ist die Lösung, nichts anderes. Wenn der Staat jetzt versucht, Geldgeschenke zu verteilen, um damit die Kaufkraft seiner Bürger zu erhalten, dann hat Betschinger recht, erzeugt das nur Inflation. Und deswegen sind wir heute nicht mehr eigentlich in einer sozialen Marktwirtschaft, sondern in einer Art Semisozialismus, dem schließe ich mich an. Und wie die Dinge hier laufen, das sieht man etwa mit der deutschen Handelsbilanz. Die ist gewissermaßen im freien Fall. Und wenn das so weitergeht, wenn wir diesen Mangel nicht aktiv beseitigen wollen, statt irgendwie Preisdeckel irgendwie hier zu versuchen oder irgendwie umzuverteilen, naja, das, was die Leute jetzt an massiven Kosten haben, das geben wir hintenrum wieder rein. Linke Tasche, rechte Tasche, all das wird nicht helfen. Wir müssen das Angebot ausweiten. Das ist die einzige Lösung. Sonst hat Deutschland ein Problem, sonst haben meine Kinder ein Problem und damit habe ich ein Problem. Das ist wirklich unglaublich, wie Ideologie hier dazu führt, dass wir eine geradezu idiotische Politik betreiben. Man muss es leider so klar sagen. Kommen wir jetzt nochmal kurz zu den Märkten insgesamt. Jetzt Konsens, 75 Basispunkte, Zinsanhebung, auch der FED. Bei der nächsten Sitzung, das hat Evans klar gesagt, nochmal Barclays erwartet, dass Bank of America erwartet, dass Evans von der FED hat übrigens gesagt, wir haben eine dezente Chance, eine Rezession zu vermeiden. Das ist lustig, aber die Erwartungen sind jetzt sehr, sehr hoch in Sachen Zinsanhebung. Wir bekommen ja nächste Woche die Inflationsdaten. Hier sehen wir, die Rate Hike Expectations sind nach oben gegangen. Nach der Rede gestern, nach den Aussagen gestern von Jerome Powell. Dennoch ist der Dollar schwächer geworden. Warum ist der Dollar schwächer geworden? Weil man sich sagt, okay, wenn die Fed jetzt die Zinsen deutlicher anheben wird, dann wird die Wirtschaft irgendwann Probleme bekommen, dann wird auch die Inflation sinken. Deswegen sind die 2-Year-Break-Evens, praktisch ein Barometer für Inflationserwartungen, weiter nach unten gegangen und der Dollar hängt sehr stark an diesen Break-Evens. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass durch Renditeanstiege und schwächere Aktienmärkte eben die Financial Conditions sich sehr, sehr stark gestraft haben, sind jetzt so heftig gewesen, noch vor kurzem wie im Juni, als wir auch bei den Aktien auf einem Tief waren. Die Hypothekenzinsen jetzt auf dem höchsten Stand seit 2008, Werte über 8%. Und gleichzeitig sind wir massiv überverkauft. Wir haben extrem viele Puts, extrem viele Absicherungen nach unten, sodass alles, was nach oben geht, dann eine Art Lawine nach oben einsetzen kann. Das alles nicht sozusagen als neuer Bullenmarkt, zeichnet sich noch nicht ab, aber zumindest jetzt für Shorties wirklich eine gefährliche Situation, weil so viele Absicherungen, so viele Puts drin sind, dass es kracht. Jetzt hat Yellen zum Beispiel auch gesagt, also die fallenden Benzinpreise, die könnten dann bei den nächsten Inflationszahlen durchaus dazu führen, dass die niedriger ausfallen. Nachtigall, ich höre der Trapsen, aber übergeordnet. Hohe Inflation heißt, geringere Bewertungen von Aktien ist angemessen, das zeigt die Vergangenheit. Da gibt es ja sogar die sogenannte Rule of 20, also praktisch Inflation plus
eben die Price-Earnings-Ratio darf nicht mehr als 20 sein. Und je höher die Inflation, desto geringer muss die Price-Earnings-Ratio, also desto billiger müssen die Aktien sein. Das ist die Logik. Hier sehen wir mal in einem Chart von Capital.com den S&P 500. Jetzt an der ersten Widerstandszone, die ich gestern schon mal gezeigt hatte. Dann warten noch drei. Ja, da kann noch was gehen. Schauen wir da mal noch kurz nach China. Hier, schlechte Nachrichten, denn Shanghai wird jetzt praktisch wieder dicht machen für Passagiere, die über Land wie auch immer kommen. Die müssen einen negativen Test vorweisen, wenn sie da einreisen sollen. Damit wird eine maßgebliche Reisesaison in China, nämlich die goldene Woche, wird damit praktisch ausfallen. Das ist ein Riesending. Xi Jinping will vor dem Volkskongress also an dieser Corona-Politik festhalten. Wir haben heute Inflationsdaten gesehen aus China, geringer. Wir haben auch die Erzeugerpreise gesehen, geringer. Wir sehen, dass etwa die Nachfrage nach Baggern in China um 29% zum Vorjahresmonat gefallen ist. Immobilienmarkt, Stichwort. Wir sehen, dass fallende Yuan-Preise oder ein fallender Yuan durchaus für Commodities ein Problem ist. Ein komplexer Zusammenhang. Jedenfalls sehen wir, dass Chinas Notenbank auch das Fixing des Yuans wieder deutlich, deutlich stärker gemacht hat. Man will offenkundig einen weiteren Fall des Yuan verhindern. Und Evergrande wurde jetzt durchsucht, das Büro in Hongkong zumindest. Da gibt es neue Probleme. Zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren, zu dieser Thematik dieses Videos. Erstens, belgischer Premier: EU-Wirtschaft riskiert Stillstand und Deindustrialisierung. Lesen Sie sich das durch, was dieser Mann gesagt hat. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung: Erdgaskäufer hochten Flüssiggas auf See, um über den Winter zu kommen oder um ein paar extra Gewinne einzufahren. Also zwei Artikelempfehlungen, und ich hoffe, dass dieser Wahnsinn bald endet. Ich komme aus dem Kopfschütteln teilweise gar nicht mehr raus. Servus, ciao.